Ja. Ich muss den pinkeln. Sonst. Ist der Beititel, meinst du? Ah, okay. Gut zu wissen. Bis gleich, gell? Bist du der, der nachts gern um die Häuser zieht oder die, die ihre Freiheit im Land leben sieht? Vielleicht der, der sein Single-Leben genießt oder die, die man schräg anschaut, nur weil sie Frauen liebt? Bist du der, der heute noch auf Schallplatten schwört oder die, die sich schon lange über los und feier, feier, was du liebst.
Ich bin doch auf Reddit, Leute, die haben den scheinbar gemacht, aber mit sehr vielen blauen Bären und der Shotgun. Ja, aber ich habe nicht so viel Geld, um mir welche zu kaufen. So. Ja. Das ist halt das Problem. Na! So. Sind wir da, sind wir. Seht ihr es wieder? Nein? Wie? Hallo? Hören ja, sehen nein. Was soll denn das jetzt? Das ist doch schon eine Münze zu beiwerfen. Ja. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, Mann. Das ist schön. Mhm. Und so. Gut. Das Spiel meint, es müsse... Keine Ahnung. Wenn man den Sound ausmacht, dann geht's einfach nicht mehr. Ich weiß nicht. Ist ja okay. Na? Woher denn auch? So ein Käse. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist ein Hörbuch, ja toll. So. Wo ist der Easy Mode? Leck mich. Aber ganz viel blaue, also ganz viel blaue Bären. Aber das ist halt so eine Sache. Kann man die farmen? Also geht es wirklich? Wie viel Damage macht ein Hit? Ja, gut. Okay. Ja, machen wir auch. Gut. Probieren wir. Kannst du mich aber töten? Nein. Probieren wir es anders. Wir können uns ja Mana-Tränke machen. Warte, wenn wir Mana. Ja, genau. Dann sind wir halt darauf angewiesen. Nee, das würde ich sogar gerne behalten, falls er wirklich noch was droppen sollte. Das hier. Ja. Müssen wir schauen. Wie viel halten ein so ein Drang? Wait, ich habe dadurch 4 Schüsse, oder? Denn ich kann mit einem halben Mana kann ich ja schon schießen, oder? Ja, okay. Also ich habe dadurch 3 Schüsse, 7 Schüsse insgesamt. Aber halt einfach kein Leben. Ja. Au.
Oh mein Gott, bist du eigentlich gelämmert oder was? Gut, das ist dumm. Ich sag gar nichts mehr. So. Okay. Ich bekomme Mana, wenn ich mein Zeug aufhebe. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Nevermind. Ja, okay. Gut, das ist eine Sache, wofür man sein Mana hernehmen kann. Auf jeden Fall. Also ihr Lieben, ne, wer das Spiel auch mal spielen möchte, mit einem halben Mana-Balken könnt ihr einen vollen Shotgun-Schuss aushauen. Was essentiell wichtig ist für den Level. Holy shit. Um den Abuse rauszunehmen, müssen sie einfach machen, dass er nicht so hardcore gestaggert ist durch einen Shotgun-Schuss. Ne? Dann würde das alles quasi schon gar nicht mehr so einfach funktionieren. Ja, genau. Genau. Wird quasi gar nicht so gewertet. Aber jetzt ist die Frage, hatten wir jetzt eigentlich... Wo komme ich hier raus? Ja. Achso, hier. Das war die Tür hier oben, ne? Nee. Die Tür hier oben war ja zu der anderen dahinter, ne? Zu der Fuchsin. Hallo. Hab dich lieb. Tschüss. Bitte. Gut. Wir können auf jeden Fall zum Schwert. Das weiß ich noch. Aber... Eigentlich sollen wir zum versiegelten Tempel, ne? Eigentlich schon. Gehen wir da ja. Hallo. Wollen wir dir jetzt was machen? Immer noch nicht. Ich dachte, man kann mit dem irgendwas machen. Weil ja auch die drei Augen wieder auf dem Boden sind. Hier rein? Hä? Definitiv nicht. Ba-ba-ba-dum. Schubi-dubi. Nein. Geht hier rein. Ach, das war hier. Könnt ihr einfach nachgucken, ne? Irgendwo stand's ja. Stadtruinen. Tatsache. Aber gab es nicht noch irgendwie einen direkt am Pier? Ja, der ganz unten, aber da kommen wir gar nicht hin, oder was? Oh. Echt nicht? Meine Reihe. An den ganz unten kommen wir gar nicht hin, oder? Haben wir jetzt nicht einen Sinn, dass wir... Oder können wir da drüber laufen? Nein, können wir nicht. Also der hier. Plup. Nein! Da 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 da. Da 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 da. Dubi du bum du du du. Ah. Tschüss, ihr Lunken. Tschüss. Hey.
Danke. Die sind erst. Oh nein! Ab 5 gibt's was, ne? Ja, shit. Fuck. Kann man denn so viel verpassen? Ohne shit. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir uns halbwegs normal umschauen. Und nicht einfach alles verpassen. Aber anscheinend haben wir genau dies getan. Was ist denn hier los? Wo komme ich denn hier hin? Da. 3 habe ich. Ja, zum Beispiel im Sumpf waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Ja? Würde mich auch interessieren, ob. Ist das dann schon Endboss-Time? Nee, kann nicht sein, oder? Im Sumpf waren wir halt noch gar nicht. Wahrscheinlich macht es uns einfach nur den Weg zum nächsten großen Gebiet auf, ich weiß. Blank, 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 blank. Ach so. Wir machen damit quasi die Ringe weg. Okay. Oh, da sind Feen dahinter. Hallo. Der schaut aus wie der Speicherwürfel aus Symphony of the Night. Ach, muss ich auch wieder spielen. Ah, ist ein schönes Spiel. Jetzt mach weg das Ding, komm. Zack. Und Flonk. Flonk? Flonk. So. Ich habe getan, was ich tun sollte. Konnte. Ich find's gut. Das Achievement heißt einfach Schlüsselsammlung vervollständigt. Was nun? Mag ich. Ja. Schauen wir mal. Ja, was nun? Gute Frage. Wir können da hoch. Hier waren wir halt echt nur in den beiden Gebieten, ne? Und da geht's dann rein in die Kathedrale. Massiv, massiv, massiv verwirrt. Flup, flup. Flup, flup. Schlorm. So. Was wird der goldene Tür da oben machen? Ich habe keinen blassen Shit. Ja. Absolut keinen Dunst. Die Kiste wird da ewig bleiben. Achso, das wird es ja. So, runter, 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 runter. Wait a mal. Waren wir schon drin? Ja, klar. Gab's, glaube ich, sogar einen Stock, ne? Bin mir gerade unsicher. Man bekommt nicht mal Geld aus den Büschen oder so. Ich meine, ist logisch, dass also man nichts bekommt, aber trotzdem. Ich möchte mal an den Anfang zurückschauen. Ja, gut. Was Scheiß. Plopp. Dum, 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 dum. Es müsste doch eigentlich der Porter sein, ganz unten, ne?
Ja. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass der komplett unnütz ist. Weil hier die Brücke. Oh, wieso existiert dann sowas? Wieso? Ernsthaft. So ein Schmutz. Ach Mann. Das ist Seite gewesen? Ernsthaft? Ich meine, weiß auf weiß versteckt sich gut, ne? Ach, Tatsache. Holy shit. Ja. Inhaltsverzeichnis. Toll. Am Arsch. Na, 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 na. So. Vor langer, langer Zeit. Blank. Macht dem Tod zu trotzen. Ja. Also ich finde auch, das wird dem Spiel einen komplett anderen Flair geben. Wenn man halt einfach alles lesen könnte. Das macht mich was fertig, ne? Das ist eine Sache, die ich nie verstehen werde. Das war auf jeden Fall keine gute Spiel, keine gute Entscheidungsfindung. Ne? Warte, den Gegner da unten. Ich dachte, ich kann mich da rüberziehen. Sorry. Was machen wir sonst? Was machen wir sonst? Gehen wir nochmal zu der Ollen. Ist ja nicht so, dass hätte ich sonst irgendwas zu tun oder so, ne? I know. Usi. Ich wollte gucken. Warum hat das Ding eigentlich seine eigene Musik? Zack. So. Ich würde ein paar echt doofe Entscheidungen von dem Spiel machen. Ja, unter anderem nie zu erklären. Also, manche Sachen ja nicht zu erklären. Zerstörbare Wände gibt. Zerstörbare Wände. Mit dem Schwert oder mit dem... Wait. Mit dem Schwert? Da stand es gerade davor. Ah, hey, Olle. Ich geh nochmal. Mit der Bombe, ja. Das ist natürlich dann Bullshit. Also... Es ist okay. Es ist nur als Beispiel. Es ist okay, wenn man solchen Loot in Büschen findet, dass man den auch verwenden kann, ne, für solche Sachen zum Probieren. Ne? Da sage ich überhaupt nichts dagegen, in keinster Weise. Ne? Wenn der Loot aber quasi, ich nenne ihn mal selten, ne, ich nenne es einfach mal selten, ne? Ist, dass man ihn quasi teuer kaufen müsste oder nur in Truhen findet, etc., 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 so wie es hier anscheinend ist, finde ich das extremst dämlich. Ja. Weil das hemmt einfach absolut den Entdecker dran. Ja. Ja. Toll. Es macht Sinn, dass man da einfach aufbomben kann, aber es ist schwach. Ich glaube, man bekommt hier plus 1 bei irgendwas. Keine Ahnung. Wie, wo, was, warum. Dankeschön. Ja, zum. Aha.
Aha, okay. Ich habe keine Ahnung. I don't know. Oder wie zum Beispiel die Fuchsstatue da, die wir hatten, wo wir nicht rübergekommen sind. Da hätte man sich doch bestimmt hinsetzen können, aber ich habe keine Ahnung wie. Hm? Okay. Ja, dann. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, das hemmt einfach komplett den Entdecker dran. Und das ist bei so einem Spiel einfach der Todesstoß, finde ich. Ja. Gasmaske, Gasmaske. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel unendlich Bomben hätte, ja klar. Auf der Overworld zum Beispiel, ne? Oder? Wie in Breath of the Wild Bomben mit. Mit Cooldown. Okay. Hm? Naja, alles gut. Das Zeug. Ich wollte hier rein. So, hock dich hin. Gehen wir mal zu der Alten. Wir schauen erstmal, ob sie noch in dem Gefängnis ist. Und dann gehen wir zu der Alten. Oder was jetzt bei ihr im Gefängnis ist. Wenn sie wirklich einfach so frei ist. Sie hat einfach so die Freiheit erlangt. Holy shit, Kassim. Hallo. Und drin da. Ja, klar, weil ich aufgemacht habe trotzdem. Hi. Nimm mich in die Arme, Mama. Nicht fressen. Ries, ne? War ja klar. Habe ich jetzt Schaden gemacht oder nicht? Oh. Tot. Es ist dunkel. Ja, shit. Ja, guten Morgen. Ach, wir sind immer noch in der... im Astralkörper. Ach so. Also ich nenne es mal Astralkörper. So, das wird schon ja sein. Ja. Außerkörperliche Erfahrung. Weiter. Aha. Hi. Okay. Danke, ich gehe mal rein. Ist jetzt alles bevölkert quasi, weil einfach alle tot sind. Sind wir quasi in der Geisterwelt. Habt ihr auch lieb. Es ist halt wirklich so. Werde minder. Ich hole dich raus. Glaubst du an dich, wie du an mich glaubst? Sowas zum Beispiel. Also, es ist einfach Wahnsinn. Also, es ist Bullshit. Es ist wahnsinniger Bullshit, ne? Ich meine, ich vergleiche das immer wieder mit Final Fantasy X. Ne? Final Fantasy X findest du halt einfach Buchstaben aus dem Alphabet. Und irgendwann kannst du dir halt so ein bisschen zusammenreimen, was das heißt soll. Was soll ich mir da zusammenreimen? Ne? Fünf. Oh. Na du? Ach, ich gehe da jetzt rüber. Schaust doof, ne? Was? Ich würde halt gern, ich würde so gern mit denen reden, aber es... Na, keine Rolle? Es macht halt einfach keinen Sinn.